Das Wort hat Herr Ratsherr Tobaben, CDU-Fraktion. Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren, jetzt kann ich mein Skript eigentlich in die Mülltonne schieben, nachdem Herr Brüggemann das vorgestellt hat und Herr Haut ja schon die Handlungsempfehlungen quasi vorgelesen hat. Mir ist es wichtig, dass wir heute hier aus der Ratsversammlung ein klares Signal pro Sport in die Stadt hinaus senden und uns gemeinsam auf den Weg machen, dass wir uns in Zukunft sicherlich noch über das eine oder andere dicke Brett unterhalten müssen, was wir da bohren, wo es um Geld geht, wo es um die eine oder andere Stelle eventuell im Haushalt geht. Ist mir klar, dass die Vereine als solches auch nicht unbedingt immer frei von Skepsis sind und da sicherlich auch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Und die Denkweise, die bisher immer an den Tag gelegt worden ist, mein Verein und meine Mitglieder, dass man da mal drüber nachdenken muss, ist, glaube ich, allen klar. Aber wir haben gezeigt, im Rahmen der Entwicklung jetzt im Rahmen der Workshops, dass es möglich ist, sich an einen Tisch zu setzen, es möglich ist, eine klare Linie zu finden für alle. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und wir schlagen heute einen großen Nagel ein in den ersten Meilenstein, den wir dann hinter uns haben. Und ich bitte Sie alle, der Vorlage zu folgen und mitzustimmen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat Ratsfrau Susanne Schäfer-Queek vom der SSW-Fraktion. Du kannst gleich stehen bleiben. Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, zuallererst möchte ich den Dank der SSW-Fraktion an alle Beteiligten aussprechen. Damit meine ich nicht nur die Mitarbeiter im Hause, sondern auch die ehrenamtlichen Sportlerinnen und Sportler, die viel Liebe und Kenntnis in den Plan gesteckt haben. Das Ehrenamt hat es nicht immer leicht. Das wissen wir hier in der Ratsversammlung ja aus erster Hand. Darum kann man die Bedeutung des Sportentwicklungsplanes gar nicht unterschätzen. Die Ehrenamtler haben jetzt in Flensburg eine gute Planungsgrundlage in der Hand, an der sie selbst mitgewirkt haben. Also kein Plan mit dem Absender Wolkenkuckucksheim, sondern eine belastbare Grundlage für die nächsten Jahre. Ich weiß aus den Gesprächen mit vielen Vereinen, dass die gute Zusammenarbeit der letzten Monate Lust auf mehr gemacht hat. Insgesamt ein Jahr haben die Verhandlungen und Gespräche gedauert. Die Vereine wollen jetzt so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen. Der Druck ist enorm, weil sich ein enormer Investitionsstau der Sportstätten in den letzten mageren Haushaltsjahren aufgebaut hat. Umso ärgerlicher waren die Vereinsegoismen in der Vergangenheit, nach dem Motto, wer am lautesten schreit, bekommt am schnellsten etwas. Fehlplanungen waren da einprogrammiert. Dass wir jetzt darüber nachdenken, die Schulsportplätze für die Spieler der EF- und G-Jugend zu öffnen, und zwar unabhängig von der Vereinszugehörigkeit, ist der richtige Schritt. Bestehendes gerecht zu nutzen, ist allemal besser als gar kein Sport. Und genau das droht ja, weil Laufbahnen defekt, Duschen kaputt oder Turnhallenbelege einfach marode sind. Der Sportentwicklungsplan hat einen neuen Prozess in der Stadt in Gang gebracht. Die Kommunikation ist dabei von großem Nutzen. Vereine, die ausschließlich über die eigenen Anlagen verfügen, sind nämlich in der Minderheit oder Minderzahl. Daher müssen sich die Vereine zusammensetzen und Nutzungskonzepte aushandeln. Der Koordinierungsbedarf ist größer, aber der Mitteleinsatz insgesamt besser. Ich begrüße es an dieser Stelle ausdrücklich, dass der Oberbürgermeister nach Möglichkeiten sucht, einen Sportkoordinator in der Stadtverwaltung fest zu verankern. Dieser Ansprechpartner wird viele Wege verkürzen und damit dem Ehrenamt neue Freiräume schaffen. Ehrenamt ist nämlich auf professionelle Unterstützung angewiesen. Ansonsten funktioniert der Sport nur mittels Selbstausbeutung. Und die hatten wir lange genug. Vielen Dank.
Das Wort hat Ratsfrau Ellen Kittel-Wegner, Bündnis 90 Die Grünen. Thewange, ne? Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Als grüne Ratsfraktion stimmen wir der Vorlage ausdrücklich zu und ich möchte nicht komplett auf den Inhalt jetzt eingehen, sondern noch ganz kurz auf den Prozess. Was wir besonders begrüßen, ist das Kooperative an der Entstehung des Ganzen, was Herr Brüggemann bereits sagte. Es sind alle beteiligt gewesen und das ist in den letzten Jahren in der Ratsversammlung in ganz vielen Bereichen ein ganz großes Thema gewesen. Wir versuchen immer wieder über verschiedene Konzepte eine Beteiligung aller und ich denke, hier ist es tatsächlich gelungen. Das Konzept ist transparent. Es implementiert eine Lenkungsgruppe, die auch weiterhin Bestandteil ist. Das finde ich auch sehr wichtig, dass wir nicht jetzt ein Konzept haben, was dann vielleicht jemand umsetzt oder auch nicht, sondern wo es eine Lenkungsgruppe gibt, die auch am Ball bleibt, an der auch der Sportverband weiter beteiligt ist. Unser Dank gilt hier auch vor allen Dingen dem Sportverband und den Sportvereinen, die sich massiv eingesetzt haben, damit wir so ein Konzept auf die Beine stellen konnten. Dank dabei auch für einen besonders langen Atem, weil ich auch hier noch mal kurz daran erinnern möchte, dass wir ja bereits mit der Vorlage ABS 6 aus 2009 einen Beschluss gefasst haben, einstimmig im Bildungs- und Sportausschuss ein Sporthallenentwicklungskonzept zu machen, weil wir damals feststellten, wir haben Hallen, die nicht in Ordnung sind, wo wir was tun müssen. Wir wollten Bestand erfassen, wir wollten priorisieren und gucken, wo müssen wir eigentlich wann was machen. Und wenn Sie darüber nachdenken, haben wir eigentlich da schon mal diskutiert, wie ist denn das eigentlich mit der Koordination der Hallenvergabezeiten? Kann man das nicht mit einer Software regeln? Und wenn Sie das Konzept jetzt lesen, das Gleiche haben wir jetzt schon wieder diskutiert. Wir haben es jetzt schon wieder diskutiert, weil wir es damals einstimmig beschlossen haben und es keiner umgesetzt hat. Auch deshalb bin ich froh, dass wir diesmal eine Lenkungsgruppe haben, die dafür sorgen wird, muss, kann, soll, dass es auch umgesetzt wird, dass die Maßnahmen nachher auch fruchten. Mit der ABS 7, aber eben erst aus 2014, haben wir auf Verlangen oder Wunsch des Sportverbandes dann tatsächlich das Thema wieder aufgenommen. Und da bewundere ich tatsächlich den langen Atem, weil den hat die Politik an der Stelle nicht gehabt. Der Sportverband hat aus der Kiste geholt, wir brauchen ein Konzept, wir wollen das gemeinsam machen und nur deshalb gibt es das heutzutage. Selbstkritisch sicherlich, die Dauer der Prozesse überfordert selbst uns. Wenn wir was beschließen und gar nicht merken, dass es nicht umgesetzt wird, müssen wir an unseren Prozessen selbst auch arbeiten. Was gut ist an dem langen Atem, wir haben jetzt ein viel umfassenderes Konzept, als wir damals gemacht hätten. Als Grüne tragen wir das in vollem Umfang mit. Eine Maßnahme werden wir nicht mittragen. Frau Schäfer-Queck hat gerade so besonders betont, besonders gut an dem Konzept ist der Sportkoordinator. Wir sind auch der Meinung, dass diese Aufgabe unbedingt gemacht werden muss. Wir sind aber gleichzeitig der Meinung, wir haben ein Sportbüro und dessen Aufgabe sollte es sein, die Koordination zu übernehmen. Wie man das innerhalb des Sportbüros löst, denke ich, muss geklärt werden innerhalb der Verwaltung. Wir sind aber nicht bereit, im Rahmen der Stellenplanung da nachher eine zusätzliche Stelle obendrauf zu setzen. Im Moment stellen wir in ganz vielen Bereichen Koordinatoren ein, die auf das, was wir bereits haben und was vielleicht die Aufgaben auch schon erbringen sollte, noch obendrauf kommen. Insgesamt ist dieses Konzept für uns ein ganz großartiger Start eines Prozesses und wir wünschen gerade der Lenkungsgruppe und allen, die es umsetzen müssen, nachher viel Erfolg in der weiteren Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat Ratsherr Kai Richard, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Flensburger. Ja, was für einen Stellenwert der Sport hier hat, sieht man ja daran, dass uns erst der HSV besucht und dann sogar noch eine international erfolgreiche Mannschaft. So, für,
Für die FDP ist der Sport, und jetzt sprechen wir nicht vom Profisport, eine kommunale Aufgabe. Das bedeutet, wir möchten eigentlich dahin kommen, dass die Stadt die Sportstätten vorhält und die Vereine sie mit Leben füllen. Vereine, denn auch wenn wir jetzt gelernt haben, dass der Individualsport einen großen Platz einnimmt im Alltag der Flensburger, so sind doch die Vereine immer noch der starke Ansprechpartner für uns, weil die Vereine diejenigen sind, die hier als starke Säule, das ist ein bisschen veralteter Begriff, aber man benutzt ihn ja noch, als starke Säule der Volksgesundheit dienen, aber die auch integrativ wirken. Ja, wir denken mal an die Programme mit den Flüchtlingen, die sie Vereine oder maßgeblich von den Vereinen ausgegangen sind, oder auch ganz normal die Jugendarbeit. Soziale Kontakte bietet halt nur der Vereinssport. Wenn man Individualsport macht, bleibt man alleine und das ist nicht besonders integrativ. Von daher bin ich der Meinung, dass die Vereine hier immer noch unsere maßgeblichen Ansprechpartner bleiben sollten. Und da haben wir dann ein ganz großes Problem, das wurde auch schon angesprochen, mit den ausreichenden Sportstätten. Und ich bin der Meinung, dass wir hier auch durchaus pragmatische Lösungen andenken dürfen. Es hat ja zum Beispiel das Ansinnen gegeben, den ehemaligen Nordmark-Sportplatz wieder zu verwenden. Das klingt auf den ersten Blick natürlich ein bisschen skurril, wenn wir uns wieder damit befassen. Aber auf der anderen Seite könnten wir vielleicht den Schaden, den wir mit der Abwicklung des Vereins teilweise haben, auch wieder heilen. Da haben wir nämlich wenigstens ein Angebot für die Sportler, wenn schon nicht für den Verein. Und bei der Gelegenheit muss ich auch nochmal sagen, gerade an der Causa Nordmark kann man ja sehen, dass nicht unbedingt die immer zuerst bedient werden, die am lautesten schreien. Denn leise ist der Verein Nordmark ja auch nicht abgewickelt worden. Die FDP begrüßt also die Sportplanung, wie sie hier vorliegt. Wir möchten nur ausdrücklich betonen, dass der Schwerpunkt weiterhin bei den Vereinen liegen muss, die in der Vergangenheit unsere verlässlichen Ansprechpartner waren. Und ansonsten werden wir der Vorlage natürlich zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wichert. Dr. Diewanger, WIF-Fraktion, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal zu Hause. Die Voranrede war lang, der Inhalt, den mache ich ganz kurz, weil die Vorredner alles gesagt haben. Nur ein Aspekt, finde ich, muss noch stärker betont werden. Da gucke ich auch wieder ins Publikum hinein. Es klang ein paar Mal so an, die Egoismen der Vereine, wer am lautesten schreit und so weiter. Was dahinter steckt, ist aber eigentlich die Inkompetenz der Politik, nicht von vornherein und schon die ganze Zeit in der Gesamtplanung zu agieren, sondern diejenigen, die am lautesten schreien, auch zu bedienen. Ja, ist ja unsere Entscheidung, ob wir den lautesten Schreier bedienen oder nicht. Wenn die Politik von vornherein ein Konzept hätte, würde sie das gegebenenfalls gar nicht tun. Also ist das, was so ein bisschen auf die Vereine geschoben wird, eigentlich unser eigenes Bier, unsere eigene Suppe, die wir gekocht haben. Insofern gebührt nämlich ein doppelter Dank an die Vereine, dass sie uns ordentlich unterstützt und angeschoben haben, uns selbst dahin zu bringen, tatsächlich konzeptionell, inhaltlich, sachlich an das Thema ranzugehen und genau dieses alte politische Modell des Lautschreins, Stillmachens zu den Akten zu legen. Es wird spannend sein, wie es jetzt weitergeht. Ich habe die große Hoffnung, dass dieses alte Modell möglichst lange in den Akten bleibt. So, wir feiern jetzt, dass das Schiff segelt und nicht untergeht, aber die Kursabsteckung, die Wetterkapriolen etc., da liegt noch einiges an Arbeit vor uns, gerade wenn es jetzt ums Geld ausgeben und die Priorisierung und so geht. Aber auch da bin ich sehr zuversichtlich, das haben die Vereine nämlich auch sehr schön gezeigt, es geht. Ja, Konsens ist möglich, man kann gemeinsam Willen bilden mit allen zusammen, auch wenn es vielleicht etwas länger dauert. Da bin ich zuversichtlich, das ist meine Fraktion insgesamt auch, weswegen wir natürlich auch zustimmen werden. Vielen Dank, Herr Dr. Diewanger. Das Wort hat jetzt Frau Ratsfrau Gabi Ritter, Fraktion Die Linke. Frau Stadtpräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das ist ein guter Plan, ein tolles Beteiligungsverfahren und gute Aussichten, dass es auch umgesetzt wird. Wir stimmen natürlich auch gerne zu. Danke. So, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr auf meiner Liste. Ich sehe jetzt auch keine Finger mehr, somit können wir zur Abstimmung schreiten. Also. Die kommunale Sportentwicklungsplanung der Stadt Flensburg
Wer kann dieser Ratsvorlage, ich fange jetzt andersrum an, nicht zustimmen? Gibt es Enthaltungen? Somit ist diese Ratsvorlage einstimmig beschlossen. Nächste Mal, jetzt haben wir ja schon abgestimmt, das abgeschlossen. Das nächste Mal werde ich dann Ja-Stimmen zuerst anfordern, damit jeder auch mal den Arm heben kann. Ja, vielen Dank. Der einstimmige Beschluss. Vielen Dank auch an alle, die bei der Entwicklung des Planes mitgeholfen haben, hauptamtlich, ehrenamtlich. Es ist eine Menge Arbeit gewesen. Viel Arbeit steht noch bevor. Und ich wünsche allen ein glückliches Händchen. Und vielleicht geht es ja auch in einigen Punkten ganz schnell diesmal. Vielen Dank. So. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10, der neue. Jetzt lese ich das genau ab. Die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Ich verweise hier auf die Vorlage. Wie ich sehe, ist das Wort nicht gewünscht. Somit können wir abstimmen. Wer stimmt der Ratsvorlage 56 aus 2016 zu? Bitte einmal das Zeichen. Ach so, ich auch. Das sieht auch einstimmig aus. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Auch diese Ratsvorlage ist einstimmig angenommen.